Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Teil 10, Teil 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen nochmal nach Luca. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob Shinra diesen Spheroiden, hört sich jetzt komisch an, aber ob der den schon in Luca angebracht hat während dem Turnier. Da will ich jetzt einfach nochmal nachschauen. Ich glaube, ich weiß auch, wo der damals gewesen ist. Und bevor wir da irgendwie einen Fehler machen und dann in diesen Spherophon nicht haben, da ist das ein bisschen blöd und... Ah, guck mal, da oben ist er schon. Ja, da ist er. Alles klar. Okay, also in Luca ist er auch angebracht worden. Sehr gut. Dann waren wir jetzt hier umsonst, aber egal. Dann schauen wir mal weiter. So, Flugschiff. Besser einmal nachgeschaut, als im nächsten Kapitel dann ein Problem gehabt zu haben. Genau. So. Also, My Luca waren wir schon und haben auch den Spherophon installiert. My Henstraße waren wir schon und haben mittlerweile nur noch drei Sterne. Und haben auch die zwei Spherophone drin. Fungus Pass wurde der Spherophon auch schon gemacht und waren wir auch schon. Dann würde ich sagen, geht es als nächstes zum Tempel der Joes. Und das sollte doch eigentlich auch Monster aus dem Tempel strömen, normalerweise. Eine Mission haben wir allerdings keine. Monster sind zwar aufgetaucht, doch von den Apparatisten kam nur eine Absage. Was soll das? Wollen die keine Hilfe? Ah, guck mal, da steht Gibbel. Little girl. We have a name. You seem close. We made quite the couple. Oh. Did you know we choik? Riku's always good for a laugh. If you're here about digging, this isn't the best time. Well, there were fiends here too, right? Want us to clean up for ya? Fiend hunting? What? You guys give up the sphere gig? Temporarily. Right now, we're helping people out. Maybe you'd like to hire us? Nope. You already took care of Sin. We can't go running to you every time we get into trouble. I watch my own back. Show off. Well, be careful. You too. Right. Ja, Gibbel ist. Gibbel ist eigentlich schon in Ordnung, finde ich. Und er hat eigentlich schon recht. Man kann nicht jederzeit zu Yuna rennen und, ja. So, das war's, was wir hier machen können. Aber, ja, auch interessant. Gibbel und Riku, ja, die waren zusammen. So, dann war Temple der Joes relativ schnell fertig. Wie ich schon sagte, ich hab nichts mit Gibbel. Okay. Hat ein bisschen anderen anscheinend gehabt. Riku scheint sich herauszureden. Sehr suspekt. So, dann ist eigentlich Temple der Joes fertig. Die Apparatisten wollen die Monster auf eigene Faust erledigen. Hab ich jetzt gerade was runtergeschmissen? Egal. Naja, wenn sie darauf bestehen. Dann können wir zum Illuminium gehen. Toppis Show soll gerade am Laufen sein. Sollen wir uns die mal reinziehen? Ich würde sagen ja, weil wir haben die Vorratskisten dafür schon besorgt und wir haben die Karten besorgt. Da gehen wir auf jeden Fall jetzt hin. Ah, und außerdem bringt er gerade sein Spherophon hier an. Ist das Spherophon erstmal installiert, können wir uns die Show vom Flugschiff aus ansehen. Also, ganz ehrlich, dafür haben die Leute so viel Geld ausgegeben? This won't do it all. We finally put it on the show, of course.
But there's no passion, no climax. No, 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 no. Oh, shoot up. I can't run a show without climactic passion. I must have miscalculated. This wasn't supposed to happen at all. Don't worry, Toby. I'm sure your next show will make up for it. Next show? How can there be a next show when the first show made the next show a no-show? Well, one thing surely for sure, I need to attract celebrities to attract an audience. Huh. Got any celebrities in mind? Well, let's see, the most celebrated celebrity... Eureka! Yuna, run. What's wrong? Don't ask, just run. Run now, run fast. Okay. Wait, just a moment! So spät. Keep running. Hey, what's gotten into you? Do you really need to ask? You know what he's planning, right? This is our big chance. It might be fun. Okay, können wir nochmal mit ihm reden? Ich werde alles tun, um die Zuschauer zu unterhalten, meine ich. Ja, das war's. Ich glaube, hier können wir auch nicht mehr machen. Aber die Show ist wirklich nicht ganz so pralle geworden. Ach ja, wenn man da sieht, was wir dafür gemacht haben. Toby muss mit jemand aufwarten, der für mehr Stimmung sorgen kann. Da treten keine Schnurs auf, deswegen will ich da nicht hin. Mich interessiert eher, was aus der Ware geworden ist, als was die Show bietet. Das ist eine gute Frage, weil das ist ja nur den Wagen, den sie eh schon hatten. Doppel-Shows sind doch in etwa alle gleich. Ja. Okay, dann sind wir hiermit auch fertig. Also, Toppli, ja. Zwar will Payne es nicht zugeben, aber in Wahrheit mag sie selbst einmal eine Veranstaltung schmeißen. Echo versucht nur, mir etwas da einzureden. Alles klar. Nee, also das ist echt nicht gut gelaufen, wenn man sieht, wie viele Missionen... Ja, zwei Missionen. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Globally Toplis Show ist gar nicht mal so schlecht. Soll das Möwenback vielleicht mit auftreten? Können wir aber, glaube ich, nichts machen. Dann geht es weiter nach Guados Alarm. Die LeBlanc-Bande nimmt eine Auszeit, aber warum? Gehen wir LeBlanc direkt fragen? Machen wir. Außerdem gibt es da unten noch zwei Kisten, die wir noch nicht looten konnten. Da wollen wir natürlich hin. Hallo. Ja, wir sind jetzt mittlerweile verbündet und dürfen einfach so rein. Wer hätte das gedacht, ganz am Anfang? LeBlanc, there's nothing to worry about. Not even close. Let's see you do it then. Ach, weil Nutsch verschwunden ist, wahrscheinlich. LeBlanc, there's nothing to worry about. Look who's talking! What are you doing? Oi! The boss has been rather depressed since Nuge went missing. We wants to comfort her, see? Oh, was that supposed to be Nuge? That bad, was it? Mm-hmm. Yep. Oh, die Armen. Even if you did sound like Nuge, do you think it would actually help? It would. Whatever you say. Das Fräulein ist immer noch niedergeschlagen. Nicht mal Massagen helfen. Besser als gar nichts. Okay, wir gehen mit, gehen wir mal hoch mit LeBlanc selber mal reden. Vielleicht können wir sie ja aufheitern. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht wird Fräulein LeBlanc durch die Anwesenheit von Rivalen ja angespornt. Schauen wir mal. Leave me alone. Don't you want to hunt some spheres? The Gullings are gonna get all the spheres in Spira, you know. Fine by me. There's no point in chasing after spheres if my Nuji Wuji isn't there to smile.
What difference does it make? You're a mess. Say whatever you want. Boah, ist die niedergeschlagen. Ah, die ist wirklich gerade ziemlich am Ende. Geht raus. Ja, die ist wirklich ziemlich am Ende. Puh. Okay, also. Moment, mit dir wollten wir nochmal reden. Oder ist es... Fräulein LeBlanc ist derzeit extrem niedergeschlagen. Nee, ich habe jetzt gedacht, vielleicht gibt's... Ja. Vielleicht hat er dasselbe Gesprächsthema wie vorher, aber nee, er hat was Neues. Okay. Wo sind sie denn? Ah, da sind sie. What if we showed her a sphere of Nooch? Why ask us? Go for it. Of course, that sphere. We took one in Bavel. Care to watch it? Ja, klar. What's on it? We haven't looked yet. Meet us in our room. We'll have a little screaming. Okay, das machen wir mal. Wartet in den Zimmer im Keller, dort, wo ihr letztens eingedrungen seid. Hoffentlich schmeißt das gnädige Fräulein nicht ihren Shop hin. Der Schalter funktioniert zwar, aber ich denke, die Tür kann man offen lassen. Ja, das ist wahr. Die Tür kann man definitiv offen lassen. Mittlerweile. Ob es hier immer noch Feinde gibt? Also geradeaus war es nicht. Das war ja hier hinten, haben sie gemeint gehabt. In den Raum hier. Es gibt tatsächlich Feinde hier. Ah. Interessant. Wow. Rico, du solltest, glaube ich, zu spät. Gech ist zu spät gewesen. Wow. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist denn hier kaputt gerade? Ich komme gar nicht mehr groß hinterher. Ach du Scheiße. Items. Phönixfeder. So. Boah. Waren die gerade heftig, ey. So. Okay, dann sind wir jetzt mal hier. Dann schauen wir mal. Ja, da kommen sie auch schon. Let's see. This should be it. Ah. Das ist da, wo sie aufgenommen haben. Als wir in Bevel waren. Wo filmst du dahin gerade? Ormi shot this, not me. So I see. This must be a dud. Who you calling a dud? Ja, aber... There's someone there.
Really? Ja, da hinten. Where? I'll zoom in. Das ist Notch. It's Nooch. Also Nooch war auch da. What was he doing there? I don't like it. What? All these secrets. It's just one thing after another. If I may. You're free to do as you please, but I'd prefer you not mention this to the boss. Why not? Whatever this Vegna gun thing is, it's clearly dangerous. Ja, das ist wohl wahr. Nothing the likes of we sphere hunters have any business fooling around with. But if the boss knew Nooch were involved, well, there'd be no stopping her. If anything were to happen to her. You guys got it rough, don't you? If only she noticed. So, wir haben die Subbarrel Aufnahme 1 erhalten. Und die Aufnahme 2. Und ich habe da hinten noch was gesehen. Is this one from Bevel 2? Ooh, been taking naughty pictures again. I didn't shoot this one. I found it. The image is badly deteriorated. Must be old. Ah, the only reason the war's dragging on is because Zarakan refuses to surrender. You're wrong! If you'd stop attacking, there wouldn't be a war! We're not falling for that. Someday, your precious weapons will end up destroying you. He's probably referring to the Machina War of 1,000 years past. My Chen? When did you sneak in, old man? Wir bekommen den Kerkersferoid. You can't expect me to remember everything that happens. I must admit, the likeness is positively uncanny. It can't really be him, can it? I'm afraid not. After all, that sphere was recorded 1,000 years ago. Right. Of course. Okay, dann reden wir mal mit Mai Chen. Would you like to hear more? Ja, natürlich. Bitte erzählen Sie. Lady Yuna, a rumor has been going around of late. Perhaps you've heard it. They say that High Summoner Yuna was accompanied by a guardian from, of all places, Zanarkand. Oh, yes. That young man raised quite a few eyebrows at the Blitzball tournament in Lucar. I spoke to him myself on a number of occasions. I could sense that he belonged to an other world. That he should look so much like the man in that sphere cannot be mere coincidence, I should think. There's a connection. There is. I would very much like the chance to ask him and clear this matter up once and for all. But he's gone. Just like the Faith said, our dream will vanish. A dream of the Faith? Is that right? Oh my. What is it? Oh, I had something on the tip of my tongue, but then it slipped away. Something very important. Oh. Frustrating. Well, I suppose I'll just have to think on it a little more. Until next time, Lady Yuna. We are all connected.
There may yet be a way to reunite with those who have gone. What? Watch what you say. Forgive me. Consider it the ramblings of an old man. Ja, das Gespräch war jetzt auch wichtig für den Schluss, falls man diesen erweiterten Schluss sehen wollten. Da war dieses Ding auch wichtig. Ja, wo sind eigentlich die zwei anderen hin? So, jetzt können wir noch eine Sache machen. Und zwar können wir nochmal einen Kampf machen. Der Blauling ist schon wieder im Dings drin. Das sollten wir ja schnell mal ein bisschen... May Cain be my blade. Okay, einer weg. Haben wir nur noch den Blau... Ah, beide weg. Naja, umso besser. Umso besser. Level ist auch gestiegen. Sehr schön. So, kurz nochmal geheilt. So, hier hinten drin hatten wir doch auch noch Zeug. Badadadab. Eine Truhe. Ein Gewaltenring. Was macht denn ein Gewaltenring? Das hört sich jedenfalls an, als ob das hier für... Pain ganz gut wäre. Moment, da war er doch. Ah, nee. Halbiert Hitze, Kälte, Nässe und Stromschäden. Gar nicht so schlecht, aber nee, da lassen wir lieber das andere. So, und hier ist auch noch was anderes. Wo ist denn das? Hier ist es. Da müssen wir ein bisschen klettern und ich glaube, da hinten ist nämlich auch nochmal eine Truhe. Und da bekommen wir nämlich den Purpursphäroid Nummer 4. Sehr schön. Den müssen wir halt auf der Celsius anschauen. So, dann sind wir hier eigentlich fertig. Ich glaube, mit Blablabla müssen wir jetzt nicht mehr reden. Und wir machen das, was Logos wollte, dass wir nicht über diesen Spheroid erzählen. Das heißt, wir gehen zum zur Celsius zurück. So. Er sieht genau aus wie er, aber... Er ist es trotzdem nicht? Ich würde mich nicht an so eine vage Illusion klammern. I know. Sphärosammlung? Wagnergam ist weg, Leblancs Kerker vor 1000 Jahren, haben wir alles schon angeschaut. Aber den Purpursphäroid Nummer 4 haben wir noch nicht angeschaut. Das machen wir jetzt mal. This is the final exercise. Kenok. Reports of something extremely dangerous inside this cave, but we lack more detailed information. Das Baralei und Gibbel. No, you are simply to investigate. Report your findings back to me. Those who return here alive will become formal members of the Crimson Squad. Sir! There aren't enough weapons for all of you. Claiming a weapon for yourself will be part of this exercise. This is it, gentlemen. You have your orders. Begin. Okay. Es geht noch weiter. Ja, wir wissen aus dem Report, dass es 4 Leute überlebt haben, 3 Mitglieder und ein Beobachter. Ja, wir haben gesehen gehabt, Nutsch, Berlei und Gibbel waren dabei. Und das sind auf jeden Fall die 3, wo überlebt haben. Müssen sie ja sein, sonst wären sie nicht da. Und wahrscheinlich der Beobachter, der wo das Ganze gefilmt hat hier. Der hat wohl auch überlebt. So. Wollte ich noch was machen? Ah, genau, eine Sache wollte ich noch machen. Schön Ras Personenlexikon.
Da müsste doch jetzt... Ja, genau. Kinok ist auch jetzt mit dabei hier. Enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living. Einer der vier Primas Yevons versuchte durch das Aufstellen der Purpurbrigade die Bürgerwehr für sich zu gewinnen. Er fiel jedoch in die Hände Seymours. Ja, Kinok kennen wir aus dem ersten Teil. So, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ist ein guter Zeitpunkt wieder. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.